So, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, eigentlich wollte ich euch ja heute The Purge präsentieren, das Steelbook, aber ja, es ist mir leider etwas dazwischen gekommen, beziehungsweise ist uns hier ein neues Steelbook dazwischen gekommen. Mary Shelleys Frankenstein ist aus den Kanal oder von den Kanalinseln geliefert worden. Und da dachte ich mir, kommt aufgrund der Aktualität mal wieder, ziehen wir das ganze Ding vor. Mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das bestellt habe. Es muss schon ewig her sein. Jedenfalls offizieller Release-Termin war am 9. Januar 2017. Jo, und heute am, was haben wir heute? Den 12., 13., ja, ist es dann endlich angekommen. Und dann präsentiere ich es euch natürlich auch. So, das ist also das Zavi exklusive Limited Edition Steelbook, so nennt sich das Ganze. Da ist sogar ein Digital Ultraviolet Code dabei, also auch mal was ganz Besonderes, ist ja auch nicht so oft. Und meines Wissens überhaupt erstmals als Steelbook in Blu-ray, Format Blu-ray erschienen sozusagen. Naja, gut, wir packen es mal einfach aus, gucken mal, was uns da so erwartet. Das ganze Ding ist limitiert auf 1000 Exemplare, ist also auch keine sehr große Anzahl. Allerdings, wie immer bei diesen Zavi-Geschichten, es ist keine Limitierungsnummer drauf, es ist kein Zertifikat drin oder sonstiges. Also man muss da dem Ganzen immer so ein bisschen Glauben schenken. So manchmal habe ich meine Zweifel, das ist aber jetzt so meine persönliche Meinung. So. Gut, dann haben wir hier wieder so eine J-Card außenrum. Die lässt sich sehr leicht ablösen. Hinten ist sie überhaupt nicht geklebt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Vorne ist so ein Aufkleber dran. Auch kein Problem. Kann man super leicht ablösen. Also haben sie ganz gut gemacht. Ja, und dann schauen wir uns mal hier diese J-Card an. Also hier steht es auch drauf. Limited Edition Steelbook. Von der Limitierungszahl sehe ich jetzt hier nichts. Aber laut Zavi, wie gesagt, auf 1000 Exemplaren. Man muss es halt glauben. Robert De Niro spielt die Hauptrolle und Kenneth Branagh hat Regie geführt und spielt auch mit. Also ein sehr opulentes Filmabenteuer aus dem Jahr 1994, produziert in England. So, ja, das Schöne an diesem Zavi-Steelbook ist, dass hier auch die deutsche Sprachfassung vorliegt. Auch in 5.1, glaube ich. DTS HD, jawohl, 5.1. Die englische, die französische und die deutsche Sprachfassung. Und ja, als Blu-ray natürlich. Prima. Das ist hier übrigens hier wieder so ein Glanzpapier, so ein Flyer, also ganz dünn, kein großer Pappumschlag. Das Steelbook kam unbeschadet an. Wir sehen uns hier mal die Front an. Ist matt lackiert. Hat hier mit der Schrift, die ist so in Silber gehalten, ja, so einen gewissen kleinen Steelbook-Effekt. Auch hier diese Blitze, die hier aus diesem Schriftzug Frankenstein rauskommen, haben auch so einen ganz kleinen Steelbook-Effekt. Ansonsten ist das Ganze sehr schlicht gehalten, aber ich finde es trotzdem recht schick, muss ich schon sagen. Also der Druck ist sehr gut gelungen. Das Schwarz ist schön gedeckt, also wir haben hier keine Schlieren drin, wie wir das bei dieser Warner Steelwave immer haben. Ich halte das mal bewusst jetzt so ein bisschen gegen das Licht, dass ihr das sehr gut sehen könnt, wie der Druck hier wirklich gut gelungen ist. Sehr satt, sehr gleichmäßig, sieht echt gut aus. Ja, gucken wir uns mal den Spine an. Auch hier Mary Shelleys Frankenstein, recht mittig. Auch gut gelöst. Übrigens fällt mir gerade so auf, und das sieht man vielleicht auch hier, dass die Kante von dem Steelbook dann aber in Glanz ist. Also es ist hier der Rand, ja, der Rahmen, der Steelbook-Rahmen, das ist so ja, es ist nicht ganz Glanz, aber es ist auch nicht die matte Oberfläche, wie man das hier sieht. Und hier außenrum fällt einem wirklich auf, dass das so ein kleiner, schmaler glänzender Streifen ist. Und dann in der Mitte das Bild eben in matt. Ist schön gemacht. So, die Rückseite. Auch hier das gleiche wie auf der Front. Sehr gute Deckkraft. Also sehr guter Druck. Sehr schön gleichmäßig das Schwarz. Und auch hier dann das Motiv.
Steelbook-Effekte gibt es nicht viele. Man hat hier so ein bisschen einen kleinen silbernen, so wie die Aura um das neu erschaffene Wesen sozusagen. Die glänzt so ein wenig, die ist ein bisschen silbrig gehalten. Aber alles sehr dezent und sehr, sehr schick gemacht. So, machen wir es mal auf. So, ich mache mal hier diesen HD-Code. Den packe ich mal raus. Und hier, also das ist der Flyer hier. Auf der anderen Seite ist dieser HD-Code. Und Mary Shelley's Frankenstein. So, können wir wegtun. Und was sehen wir hier drinne? Da sehen wir, dass das Ganze dann auch, ist ja eigentlich bei Zavi gang und gäbe, dass man bei diesen Veröffentlichungen dann ein In-Artwork fabriziert. So, ja, und da ist er auch, der große Meister, Regisseur und neben Robert De Niro der Hauptdarsteller, Kenneth Branagh. Und ja, am Werkeln sozusagen. Ich muss das hier gerade ein bisschen hochhalten. Irgendwie habe ich die Lampe heute nicht richtig eingestellt. Die spiegelt. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen, denke ich. Ne? Ja, das ist auch schick gemacht. Das ist auch sehr kräftig. Also man kann das sehr, sehr gut erkennen, was sich da so im In-Artwork verbirgt. Prima. Ich kann nicht klagen. Mir gefällt die Veröffentlichung gut. Ist die Frage, ob man den Film unbedingt braucht. Ist für mich eigentlich ein Upgrade. Ich hatte noch nie die M-Ray oder sonst irgendwie eine Veröffentlichung. Habe das Ding mal irgendwann aus dem Fernsehen aufgenommen. Aber das Steelbook und das Motiv gefallen mir recht gut. Und in einem Steel Shell sieht das sicherlich dann noch ein bisschen hochwertiger aus. Und von daher habe ich da zugeschlagen. Ja, da sind wir schon wieder am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann ab der nächsten Ausgabe und die kommenden drei Ausgaben sozusagen, dann die The Purge Trilogie, inklusive natürlich dann dem ganz neuen The Purge Teil, der ja am 21. Januar veröffentlicht wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing.